Happy Friday! Ich bin gerade wieder auf dem Weg zum Markt, habe mir hier mein Kram schon rausgesucht und wollte jetzt eben meine wöchentlichen Einkäufe unten machen. Ich bin nur ein bisschen schockiert, wie viel tatsächlich unten los ist. Also es ist irgendwie, ich will nicht sagen rappelvoll, aber es sind einfach echt viele Leute unten. Viele alte Leute auch wieder. Das ist aber immer Freitag so. Ist irgendwie immer ein ganz schön doofes Gefühl, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was sie sich dabei denken. Ob die sich denken, so, falls ich einen Löffel abgebe, ich bin eh alt genug. Oder denen das einfach nicht so richtig bewusst ist, wie doof das sein kann, wenn die sich wirklich anstecken und dann halt krank werden. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall mein Beutelchen dabei. Kuchenweh, hier war auch mal eine Weh. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen shoppen. Der ist für die Türe unten, zeige ich euch jetzt. Okay, das kann eh alles offen bleiben. Ich bin ja alleine hier seit einem Monat. Irgendwie ganz schön scheiß viel. Okay, auf geht's. Ich drehe euch mal um. Freitags, mittags, 11 Uhr. Ja, dann lasst uns mal ein paar Eier und so kaufen. Auf geht's. Ich hatte einen kurzen Moment aus der Puste, weil ich so viel getragen habe. Moment einmal. Dann die Flossen waschen. Und dann kann ich jetzt auch wieder richtig Hallo sagen. Also wie ihr gesehen habt, war unten voll viel los. Das ist eigentlich echt krass. Wie normal das unten aussieht. Klar, einige haben eine Maske an, aber ich weiß nicht, der Großteil trotzdem irgendwie nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich immer voll komisch angeguckt werde, wenn ich meine anhab. Hatte ich euch ja auch schon mehrmals gesagt, was ich irgendwie bis jetzt nicht verstehen kann, weil ich ja eigentlich nur vorsichtig bin. Sorry. Aber ja, nimmt man halt in Kauf, ne? Schadet ja nicht. So. Okay, Entschuldigung, dass es jetzt so gewackelt hat. Zeige ich euch einmal, was ich gekauft habe. Ich liebe es, auf den Markt zu gehen. Das ist irgendwie so schön, besonders wenn man immer zu den gleichen geht und die irgendwann halt ein wissen und man dann auch so ein bisschen quatschen kann. Das erste, was wir, oder das gerade letzte, was ich gekauft habe, waren Brötchen und frische Tulpen. Einfach schön. Und jetzt ist die Tulpenzeit ja leider vorbei. Und dann habe ich Träubchen, so zum Snacken. Frische so Paste, so Tunke-Dip. Das ist einmal, ich sage immer, dass sie mir das 2 in 1 tun sollen, damit wir nicht so viel Plastik benutzen. Das hier ist so eine Schnittlauchcreme und das ist so eine Tomatencreme. Dann habe ich gekauft Brot bei der Mühlenbäckerei. So ein kleines. So ein Dinkel. Dann war ich bei meiner Eierhändlerin, die steht immer genau vor dem Laden. Und da hole ich immer klar Freiland. Und ich habe diese Eierkartons irgendwann mal in Holland, glaube ich. Das sind halt 15 anstatt 10. Normalerweise ist es so, dass ich jeden Freitag mir 30 Eier hole, das heißt zwei so Kartons. Diese Woche habe ich aber nicht viel gebacken, deswegen nur ein Kartönchen. Und sie gibt mir dann immer die zum Snacken mit. Ich esse sie selbst nicht mehr. Ihr wisst ja, dass ich mittlerweile sehr, fast, weiß ich nicht, irgendwie zu so 80% vegan lebe. Deswegen versuche ich die zu vermeiden. Gürkchen und Orangen, weil das Rezept, was ich nachher machen wollte, braucht Orangensaft, damit ich die gleich frisch ausdrücken kann. Oh, ich glaube, das wird so richtig erfrischend. Ich bin im Überlegen, ob ich jetzt noch einmal schnell durchsprinte zum Aldi unten und die restlichen Sachen einkaufe. Da muss ich nämlich nicht nochmal los.
wo ich da gar keinen Bock drauf habe, aber ja, vielleicht bringen wir das eben hinter uns. Also nochmal los mit meinen Beutelchen. So. Ach, dann hätte ich die Handschuhe auch anlassen können. Ja, los, auf geht's. Später, wir haben 3:15. Ja, ich habe jetzt hier am PC noch so ein bisschen vor mich hinklamüsert. Ich bin im Moment voll tüchtig, mein ganzes Streaming-Gedöns ja am Optimieren, einfach am Umstellen, am Bessermachen, am Neueinstellen zum Teil. Das heißt, da habe ich jetzt doch wieder den Großteil gerade dran gehockt, als auch daran, dass ich im Moment das ein oder andere unabhängig vom Stream einfach optimieren lasse. Ihr habt ja gesehen, dass ich zum Beispiel ein neues Intro habe und jetzt bin ich gerade dabei, das ein oder andere animieren zu lassen für, mal gucken. Ja, das heißt, da habe ich mich jetzt gerade drum gekümmert. Ja, Arbeit, die keiner sieht, die aber trotzdem irgendwie gemacht werden muss. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall mein Rezept aber auch schon mal ordentlich geschrieben und mir mein Blätterteig aufgetaut. Ich hoffe, der ist jetzt gleich soweit, dass ich mich da gleich drum bemühen kann. Also soweit bin ich auf jeden Fall schon. Das heißt, wir können jetzt gleich anfangen aufzubauen und dann auch anfangen zu filmen. 3:15. So, ich habe hier minimal angefangen, aber ich bin irgendwie einfach den ganzen Tag so ein bisschen vor mich hin am Wuseln und am Brasseln und komme irgendwie nicht so richtig voran. Und das um 5:15. Oh Gott. So. Ich würde sagen, ich bin so zur Hälfte durch ungefähr. Das ist der Zwischenstand mit ganz viel Chaos. Das müssen wir jetzt ausräumen. Die Sachen da drinnen kommen dann hier rein. Oh, auf geht's. Deutlich, dass der Tag jetzt doch langsam echt lang genug war. Wir haben jetzt 8:10 und jetzt alles verdreht. Ich habe für morgen, also für mein Sonntag-Video fertig gefilmt. Dann muss ich morgen nur noch die Fotos von machen. Das lasse ich jetzt über Nacht durchziehen, dass es schön kalt wird. Dann hatte ich eigentlich noch vor den Rhabarberkuchen. Oder habe ich Rhabarberkuchen gebacken. Aber mittendrin ist mir aufgefallen, dass ich das falsche Rezept benutzt habe aus einem meiner Bücher. Das heißt, der Rhabarber liegt immer noch hier, weil ich so eine Art Biskuit gemacht habe, wo das nicht kompatibel für war. Muss ich morgen nochmal filmen. Das ist halb so wild. Und was ich jetzt gerade noch gemacht habe, ist, dass ich hier, sieht noch flüssig aus, aber nochmal so eine Art Fruchteinlage, Fruchtspiegel gemacht habe. Das kippe ich jetzt gleich auch noch hier ins Blech. Das halbe Blech so. Das wird für das Dessert, habe ich euch vor ein paar Monaten gefilmt. Wie habe ich das genannt? Himbeer-Dessert-Schnitten. So. Das mache ich halt in viel größer und bereite das so langsam schon mal vor, damit Dennis das seinen Gästen anbieten kann, wenn er wieder aufmachen darf. Das heißt, hier die Fruchteinlage kannst du halt voll lange eingefroren lagern. Und jetzt hatte ich halt so viel frisches Obst, kann ich das auch benutzen, ne? So, gut. Wenn jetzt aber der Mohnbiskuit aus dem Ofen kommt und das hier gleich kalt genug ist,
um das ins Blech zu schütten, werde ich hier auf jeden Fall Feierabend machen. Die Spülmaschine läuft ja. Das heißt, ich bin soweit durch für heute. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich euch morgen nochmal mitnehme. Ja, lasst euch überraschen. Och. Erdbeerwoche. Ja, das heißt, wahrscheinlich bis im nächsten Clip. Eine Nacht später und ich sehe direkt wieder frischer aus. Ich wollte euch eigentlich nur Bescheid sagen, dass ich das Video jetzt hier beende, weil ich jetzt gleich anfange zu livestreamen und danach nur noch Fotos mache. Das heißt, irgendwie passiert heute nichts Spannendes mehr. Deswegen entlasse ich euch jetzt hier aus dem Vlog. Bin ganz gespannt, was ihr zu den Kommentaren oder was ihr in den Kommentaren sagt. So, freue mich von euch zu hören. Ja, schicke euch wie immer ganz viele Küsschen, Licht und Liebe. Oh, Moment, genau, deswegen. Ah, Sekunde.